überraschen lassen. Okay, das sieht doch sehr gut aus. Kurz hier ein kleines Check, Check, Check. Guten Abend. Könnt ihr uns sehen und hören? Genau, guten Abend. Kleiner Test, 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 Test. Ich teste mal einfach. Sascha, kannst du mich hören? Letztes Mal live bei der Lesung, jetzt im Chat. Okay, wir haben auf jeden Fall eine kleine Verzögerung, aber das ist normal soweit, würde ich sagen. Richtig. Ich gehe mal davon aus, dass alles funktioniert. Sieht auf jeden Fall alles gut aus. Ja. Yep, gut. Sehr schön. Ja, schönen Abend auch von uns, würde ich sagen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und ich würde sagen, wir starten. Wir starten, ich weiß nicht, jetzt wann hatten wir den letzten Termin? Boah, das ist schon lange her. Und wir haben euch ein bisschen warten lassen, ne? Aber sind aber jetzt zwei Wochen, ich glaube, so lange ist das noch gar nicht. Ja, zwei Wochen haben wir. Drei. Ja. Aber gut, heute haben wir ein paar wirklich spannende Sachen mitgebracht. Ist ja schon im Titel drin, ne? Pflanzen können mehr, als du denkst. Und du wolltest jetzt direkt alle ins kalte Wasser schubsen, beziehungsweise ins warme, weil das echt cool ist, was da so von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gefilmt wird. Genau, also wir haben uns in Vorbereitung für heute Abend natürlich überlegt, wie gehen wir am besten an die Gesamtsache dran. Und für uns war eigentlich, ja, schon eigentlich fest, man muss erstmal überhaupt so ein paar Begrifflichkeiten klären, also wie zum Beispiel Intelligenz oder Bewusstsein, das sind ja beides Du Dinge. Sprichst von sowas bei Pflanzen? Noch habe ich das nicht gesagt. genau, aber es sind beides ja Dinge, die man oder die mit Pflanzen in Verbindung gebracht werden und vielleicht, oder grundsätzlich sollte man das vielleicht vorher klären, was ist Intelligenz, was ist Bewusstsein, was ist Fühlen? Also wir können ja eigentlich mal mit Fühlen anfangen, oder? Weil Fühlen ist ja was ist ja, ich sag mal, sehr niedrigschwellig vom Einstieg. Richtig, also das schließen ja manche auch aus. Pflanzen haben keine Gefühle. Fertig. So, und dafür haben wir für euch hier schon eine kleine Definition, oder ist das die falsche Definition, aber ihr seht sie sowieso noch nicht, zum Thema Fühlen mitgebracht. Ich bin hier ein bisschen am Rotieren hier mit den ganzen Fenstern. So. Ja, guten Abend an alle, die noch zwischenzeitlich dazugekommen sind. Und dann würde ich sagen, fangen wir mit Fühlen an, ne? Ja, wobei bei mir hier gerade. Da habe ich extra mal ein paar Quellen rausgesucht. Aber die Quellen wollen noch nicht so richtig quellen. Kriegen wir hin. Ja, ich mach mal hier rein, aber ich habe das Gefühl, dass hier noch irgendwas nicht stimmt. Nee, aber ist auch dann, ich werde das Problem der Zwischenzeit beheben. War ja auch mal was, wenn wir hier ohne Zwischenfall. Ja, es ist halt live, klar. Ein Versuch gibt's noch. Ja, könnte sein, dass der klappt. Also es kommen noch mehr Versuche, keine Sorge, weil wir euch mal ein bisschen mit Quellenmaterial versorgen wollten. Jetzt kommt's. Richtig. Jetzt kommt's. Sehr schön. Hier. Wir bloß nicht mehr zu sehen, ne? Ja, das ist. Kommt aber. Arbeit. So. Okay, das ist doch schon mal gut. Und dann kommt jetzt unser Bildchen nach vorne drauf. Und dann haben wir es. Wunderbar. So, jetzt habt ihr auch den Einblick. Genau. Wir haben jetzt hier mal, ich mache das mal ein bisschen größer, damit ihr es auch sehen könnt. Wir haben hier eine Definition mitgebracht von Spektrum. Das heißt, es ist ja schon sehr wissenschaftlich, würde ich sagen. Und ja, willst du was zum Thema Gefühl? Ja, Gefühl. Was ist überhaupt ein Gefühl? Also da sehen wir schon von der Definition her schon umgangssprachliche Bezeichnung und Verwendung von einem erlebten Zustand, einem muss ja eigentlich heißen, beziehungsweise subjektiven Erlebniszustand, Emotion. Dann müsste man jetzt natürlich Emotion erklären. Also man sieht schon, die Rumeierei geht schon los. Es
Jetzt gucke ich mal gerade hinten, glaube ich, war noch irgendwas. Man erfährt sich beim Erleben von Gefühlen häufig auch als eher passiv. Gefühle erscheinen häufig als spontan, unwillkürlich, wie von selbst außerhalb der Kontrolle der Person entstehen. Und jetzt sind wir wieder bei Emotionen. Also es wird auch zwischen Gefühl und Emotion entschieden, weil letztendlich sind das verschiedene Wertigkeiten, also höherwertige Emotionen. Na, lange Rede, kurzer Sinn. So ganz genau weiß man es nicht. Man weiß, was ein Gefühl ist. Schmerz, Wärme, Kälte, aber auch Liebe, Glück. Ne? Und das sind Dinge, die man eher passiv, spontan, unwillkürlich wie von selbst erlebt. Also lange Rede, kurzer Sinn. Können Pflanzen Gefühle haben? Tja, ja, daraus schließend schwierig. Auf jeden Fall können sie fühlen. Das ist ja schon mal, würde ich sagen, das steht ja außer Frage. Das wird auch niemand bestreiten können. Ja, Moment, aber wenn du fühlst, dann hast du doch Gefühle. Oder was ist denn da der Unterschied? Ich würde sagen, wenn ich fühle und das Gefühl ist ja was daraus Resultierendes. Ne? Genau, also wenn du fühlst, musst du doch Gefühle haben. Ja. Ja, genau. Jetzt ist halt die Frage. Also ich glaube, die große Frage ist letztendlich Gefühle. Also eigentlich sind Gefühle die Sprache des Unterbewussten. Das sind Dinge, die unser Verstand nicht regeln soll, sondern wo uns unser Unterbewusstsein, unsere Triebe irgendwo hinlenken wollen, wo der Verstand manchmal sogar sagt, mach das besser nicht. Also wir sehen das häufig beim Essen, ne? Stück Kuchen auf dem Teller, man will Diät machen und isst es trotzdem. Weil die eigenen Triebe, die eigenen Gefühle sagen, ess das. Oder sprichwörtlich, Liebe macht blind, ne? Da machen manche Leute auch Dinge, die man vielleicht nicht machen sollte. Aber Gefühle machen nur Sinn, wenn es ein Bewusstsein gibt, meiner Meinung nach. Also ansonsten könnten das vollautomatisch biologische Prozesse sein. Warum muss man Gefühle produzieren? Für wen denn, wenn keiner zuguckt? Hier am Oberstäbchen oder am Unterstäbchen bei Pflanzen. Ja. Also ich weiß gar nicht, ob wir uns schon durchhangeln sollen zu so Sachen wie Intelligenz auch nochmal so als Nebenthema. Und dann müssen wir eigentlich schon Richtung Bewusstsein einbiegen. Ne? Ja, wir können gerade noch das Thema Intelligenz auch mal kurz hier nochmal durchsprechen. Also ja, also Gefühl, ich weiß nicht, ihr könnt ja mal reinschreiben, wie ihr das seht. Würdet ihr sagen, Bäume haben Gefühle, weil sie ihre Umgebung wahrnehmen können? Und ich sag mal, das Wahrnehmen der Umgebung funktioniert ja in der Regel durch Fühlen. Also ihr seht schon, es wird sehr kompliziert, aber keine Sorge, wir lassen euch damit nicht allein. Also wenn ich meine Umgebung wahrnehme, zum Beispiel diese hier, ich sehe etwas, ist Sehen ein Gefühl? Das ist ein Sinneseindruck, ne? Mhm. Ja, ihr seht schon, es ist schwierig, ne? Und wenn es warm wird, ist ja auch ein Sinneseindruck, ich fühle die Wärme, ist das ein Gefühl? Also ist es ein Tretminenfeld, aber wir werden uns dem nähern, keine Sorge. Wir wollen euch nur mal ein bisschen demonstrieren, es ist alles nicht gut definiert, nicht weil das schlechte Wissenschaft ist, sondern weil diese Definitionen eigentlich ursprünglich so gemacht worden sind, dass sie nur auf uns passen. Ne? Ja. Und wenn man es biologisch korrekt formulieren will, dann wird es haarig, weil das haben Tiere Gefühle, okay, klar. Haben Pflanzen Gefühle, wir würden auch sagen, okay, klar. Aber da muss man das sauberer definieren und das gibt es nicht. Ja, Intelligenz. Sollen wir die Intelligenz, den Intelligenzeinstieg machen? Ich weiß gar nicht, wollten wir das mit dem Artikel hier machen? Ja. Weil der war ja schon umfangreich. Können wir machen. Ich glaube, ich habe es irgendwo extra rausgesucht. Wir haben es ja wirklich... Ja, wir können den Artikel kurz zeigen. Hier berufen wir uns auch wieder auf die Definition im Spektrum. Ist ja ein Lexikon eigentlich. Und du hast dir hier noch ein bisschen was dazu. Ich habe es rausgehört. Also genau, was ist es? Intelligenz. Also ihr könnt ja für euch mal selber raten, was ist Intelligenz? Spektrum der Wissenschaft hat ein Lexikon der Psychologie und erklärt es so, also natürlich sehr umfangreich, große Diskussion, alles nicht richtig klar, aber ein Kernsatz hat sich für mich da herausgestellt. Expertenbefragungen belegen die größte Übereinstimmung bei höheren mentalen Prozessen wie Problemlösen, Entscheidungsfindung, abstrakten Denken und Repräsentation. Also ein Kern, das zeigt sich auch bei anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, jetzt, die wir mal im Internet ein bisschen durchgeschaut haben, es geht im Kern um Problemlösen, also individuelles, nicht genetisch fixiertes. Ne? Also genetisch fixiertes Problemlösen gibt es übrigens nicht, ne? Weil Probleme treten ja spontan auf und erfordern eine angepasste Reaktion, die eben von der Normreaktion abweicht. Also das ist Intelligenz, könnte man sagen. Oder auch nicht, wenn man nicht möchte. Aber gut.
Ja, übertragen wir das mal auf Pflanzen. Wir haben ja, ich weiß nicht, vielleicht kennen einige von euch Stefano Mancuso. Stefano Mancuso ist Pflanzenforscher an der Uni Florenz, ist auch Autor, hat auch einige Bücher geschrieben, aber der forscht hauptsächlich an den Sinnesleistungen von Pflanzen, wenn man das so sagen kann. Und wir haben gedacht, zum Einstieg ist es vielleicht gar nicht schlecht, wenn wir uns mal gemeinsam ein Video von ihm anschauen. Können mal gucken, das ist leider auf Englisch, aber ob wir dann ein bisschen schneller durchspringen, da müsst ihr uns mal Feedback geben, ob euch das auch auf Englisch gefällt. Und dann würden wir da mal gemeinsam reingucken, weil das ist wirklich ein super spannendes Thema, weil er dann ein bisschen aufarbeitet, sind Pflanzen wirklich intelligent oder ne, nach unseren gängigen Definitionen zumindest. Es gibt nicht die eine Definition von Intelligenz und das ist ja auch das, was du eben angesprochen hast, dass, da wird sich noch ein bisschen drüber gestritten. Aber schauen wir einfach mal, was der Wissenschaftler, der sich damit beschäftigt, darüber sagt, oder? Ja, genau. So. So, die Reklame versuchen wir auch. Also nee, es gibt keine. Aber es gibt keine Reklame, sehr schön. YouTube Premium haben wir doch hier extra angeschafft. So. Machen wir mal Vollbild. Okay, dann gucken wir mal. So, ich spule mal kurz hier ein bisschen. Ja, ich glaube, irgendwo hat er auch die Sinnesleistung noch angeführt. Ja, das kommt da, glaube ich, auch mit an. Ich gehe mal rüber. Hier kommt die Frage nach, wo hat der Baum sein Gehirn? Da können wir mal ganz kurz drauf eingehen. Also der Baum hat kein zentrales Nervensystem wie wir Menschen. Das steht völlig außer Frage. Genau, wie viele Tiere zum Beispiel auch. Ne? Also Oktopus, super intelligent, hat große Teile seines Gehirns auf die Arme verteilt. Also das ist... Quallen haben ja auch keinen... Quallen, genau. Wie können die ihren Körper koordinieren und haben überhaupt kein Gehirn? Also ich glaube nicht ansatzweise irgendwas in der Art. Also das sind Bäume, da kann man schon mehr finden. Also da wird gerade dran geforscht, dass das Pflanzenhirn in Anführungszeichen, weil das Gehirn, der Begriff ist ja reserviert für Tiere. Ne? Das ist ja das Problem bei der ganzen Diskussion. Aber ich sage jetzt mal unwissenschaftlich, dass Pflanzenhirn im Boden steckt. Und das kann man vielleicht schon mal anteasern. Wir haben gerade letzte Woche ein Gespräch mit Wissenschaftlern an der Uni Bonn gehabt. Und die forschen gerade daran, zum Beispiel an Erbsen. Die forschen an Erbsen. Erbsen, wenn die so wachsen, das kennt ihr vielleicht aus dem Beet oder auch anhand von anderen so Leguminosen also, oder an, bei Kürbis, sonst irgendwas. Alles, was so kleine Ranken hat. Da gibt es so Rankhilfen und dann kommen die mit ihrer Ranke dagegen und wickeln sich so drum und halten sich quasi fest. Ne? Und die Frage ist halt, ist das ein vollautomatischer Prozess oder findet die Verarbeitung der Information in den Wurzelspitzen statt, weil darin, und das haben Forschende eben auch herausgefunden, gibt es hirnähnliche Strukturen, hirnähnliche Prozesse, elektrochemisch, sogar ähnliche Neurotransmitter, ich weiß gar nicht, ob man die so nennen darf, die sind ja für Neuronen, aber es sind jedenfalls ähnliche Moleküle, die der Signalübertragung dienen. Man muss es dann umständlich formulieren, wenn man es korrekt machen möchte. Da läuft also alles da unten ab, also in einem vielleicht Pflanzenhirn. Was machen die jetzt? Die Studien sind noch nicht abgeschlossen, die sollen, glaube ich, nächstes Jahr im August rauskommen, wird aber schon auf internationalen Konferenzen diskutiert. Die kappen jetzt die Wurzelspitzen. Also im Prinzip, sind wir mal böse, so eine Art Hirnamputation bei den Erbsen. Das regeneriert sich aber nach 3 Tagen oder so wieder, also keine Sorge, die bleiben jetzt nicht für ewig doof. Auf jeden Fall schneidet man die ab. Und oben, wenn die Erbse dann mit ihren Ranken gegen das Stöckchen kommt, wickelt die sich nicht mehr drum. Und denkt, okay, aber wenn das jetzt vollautomatisch ist, muss sie ihre Ranke wieder da drum wickeln, tut es aber nicht. Also sie ist eigentlich völlig orientierungslos. Und das wiederum sieht sehr danach aus, als ob die Ranken oben sowas Ähnliches ist wie bei uns die Hände. Wenn man sich so durchtastet, die Hände machen das ja auch nicht vollautomatisch. Also ich schlafe, also gut, bei Schlafen, dann ist es vielleicht so, aber bei allen anderen Leuten machen die Hände nicht selbstständig irgendwas, sondern das macht man hier und sagt, ich will das jetzt greifen. Und wenn man hier ausschaltet, sagen wir durch Betäubungsmittel, machen die Hände halt auch nichts mehr. Und bei den Erbsen, also ich habe das gesehen, so kleine Filmchen schon, die machen das dann auch nicht mehr. Also da gibt es schon starke Hinweise, dass da unten ähnliche Dinge stattfinden wie bei uns da oben. Das war ja die Frage. Ja, und ich meine, das ist ja hinten raus geht es ja auch immer dann um das Thema Kommunikation. Wie kommuniziert man das? Wie übersetzt man das quasi in unsere Sprache? Das muss man ja auch überlegen. Und das sind einfach ähnliche Prozesse, die so ablaufen.
Das heißt natürlich nicht, dass sich das eins zu eins genauso anfühlen muss wie bei Menschen, aber es sind zumindest ähnliche Prozesse. Ne? Genauso wenig können wir wissen, ob Tiere genauso empfinden wie wir. Also ob sich das wirklich für die genauso anfühlt wie bei uns, das kann ich ja noch nicht mal bei dir wissen. Also ich weiß ja noch nicht mal, ob du genauso fühlst wie ich. Mit Sicherheit fühlst du nicht überall genauso wie ich. Das steht ja schon außer Frage. Gibt es einen schönen chinesischen Spruch dazu? Also wird, ich weiß gar nicht mehr, irgendeinem Philosophen zugeschrieben. Hier stehen zwei solche Philosophen auf einer Brücke und einer guckt ins Wasser zu den Goldfischen und sagt, schau mal, wie die Goldfische sich freuen. Und da sagt sein Kollege, woher weißt du, dass die Goldfische sich freuen? Und er wiederum sagt zu seinem Kollegen, woher weißt du, dass ich nicht weiß, dass die Goldfische sich freuen? Also, es weiß keiner, was drin vorgeht. Und was du gesagt hast, ist ein tolles Argument. Das wird möglicherweise oder vielleicht sogar sicher anders sein bei den Pflanzen und auch bei den Tieren als bei uns. Aber, und das wird häufig in der Wissenschaft so gewertet, es ist minderwertiger als bei uns. Und das heißt es ja gar nicht. Es heißt nur anders. Und wir können es uns gar nicht richtig vorstellen. Ne? Aber es ist schon sowas Ähnliches. Und was der Mancuso jetzt hier in einem weiteren Filmchen macht, der greift ja noch was ganz anderes an, nämlich auf das Thema nicht nur Intelligenz, sondern Bewusstsein. Und dann, ohoho, da wird es aber ganz haarig. Ja, genau. Und das ist quasi, jetzt sind wir schon quasi bei dem Thema Bewusstsein. Ich starte jetzt einfach mal hier den, du kannst es dir anziehen, wenn du möchtest. Dann lese ich es wieder so. Wir haben es ja auch schon mal geguckt. Ja, teilweise. So, dann würde ich sagen, gehen wir noch mal rein, oder? Ja. This is my preferred definition of intelligence. Now the point is, are plants conscious? Consciousness is the, are plants aware of their position in the environment? So it's a problem to find the right definition about consciousness. It's normally defined by removing something. But this Michio Kaku, it's a quite famous physicist. And he wrote recently this book, The Future of Mind. And as a physicist, he gave a definition of consciousness that it's quite understandable. Consciousness is the number of feedback loops required to create a model of your position in space with relationship to other organisms and finally in relationship to time. So, the consciousness is just your ability to build a model of yourself in relation to the space, to the other organism, and to the time. Are plants able to do that? Okay. Let's have a look. First point. So think of the consciousness of a thermostat. I believe that even a lowly thermostat has one unit of consciousness. That is, it senses the temperature around it. And then we have a flower. A flower has maybe 10 units of consciousness. Yes. It has to understand the temperature, the weather, humidity, where gravity is pointing. Well, so for Michio Kaku, the sensing, you know, it's the first level of consciousness. So plants are unbelievably more sensitive than animals. A single plant is able to detect at least 20 different chemical and physical parameters all the times. Among them, there are all our Was? Klappt das nicht? Ja, alles gut. Das steht, ne? Nee, ich habe das gerade pausiert. Okay, wolltest du was sagen? Nee, nicht. Let's say, but also something a little bit strange, as electrical gradient, chemical gradient, magnetic fields, and or heavy metals and so on, pathogens. So we know that plants, for example, are. Ich meine, so dieses Thema Gravitation, das kennt ja im Prinzip, das hat ja jeder schon bei einer Pflanze gesehen. Also Pflanzen versuchen immer quasi entgegen der Gravitation zu wachsen. Das kann man auch ganz zu Hause ganz gut beobachten. Aber ich finde, hier in dem Modell ist es nochmal viel schöner gezeigt. Und die zeigen auch gleich noch was zu weiteren Sinnesleistungen. Very sensitive to gravity and as every living organism on the earth. And we can see here a maize growing according to gravity. But it's less well now. Jetzt kommt ja das Thema Hören. Ne? Also Pflanzen haben natürlich auch keine Ohren, deswegen können sie ja
eigentlich nicht hören, aber wie will man hören definieren, als anders als das Wahrnehmen von Schallwellen. Ne? Also unsere Ohren sind einfach das Sinnesorgan, womit wir die Schallwellen aufnehmen. Aber deswegen würde ich nicht sagen, dass Ohren die Grundvoraussetzung dazu sind, zu hören. Nee. Also František Beluska, mit dem habe ich mal gesprochen, also das ist der Professor aus Bonn, der auch in diese Erbsenstudie, die ich gerade erwähnt habe, mit eingebunden ist, der sagte, Pflanzen können mit dem ganzen Körper hören. Oder zum Beispiel eben auch die Wurzelspitzen. Ne? Das ist, glaube ich, das, was jetzt hier in dem Film gezeigt wurde, wie die Wurzeln, / Wurzelspitzen, Schallwellen wahrnehmen. Ja, genau, das ist Hören. Ich weiß nicht, ob ich die Untertitel, guck mal, ob man die auf Deutsch machen kann. Die Frage kam gerade. Das wäre natürlich interessant. Stimmt. Italienisch. Italienisch haben wir noch, oh nee. Automatische Übersetzung, ich weiß nicht, ob die nicht. Ob das wissenschaftskonform ist. Sozusagen. Warte mal, da war gerade Deutsch. CD. Da. Da. So. Wir probieren es mal aus. Ah, okay. Okay, klingt jetzt ja, auf, den ersten Blick ganz gut. That plants are also able to sense vibrations. And so we can see here how the roots of the plants grow toward the source of sound. So they are able to sense the sound and they are able to grow and to grow toward the source of the sound. And also they are able to produce. Der Ton ist maximal unangenehm. Very amplified sounds of a growing roots. So when the roots during few this is just in real time, so it's few times, few seconds, a growing roots is producing specific sounds that are probably used by the other root apex to have information about the position of the root. Ich nehme nochmal das Bild rein, einfach weil das so faszinierend ist. Also grundsätzlich kann ich euch auch nur empfehlen, es gibt so einen Wurzelatlas, heißt das. Müsst ihr mal bei Google eingeben, dann findet ihr das. Das gibt es als Printversion, gibt es aber auch, gab es zumindest mal als Webversion, schon länger nicht mal reingeguckt, wo auch die ganzen Wurzeln von Pflanzen gezeigt werden. Das ist jetzt, ich sag mal, in dem Zusammenhang spannend, weil das sind im Prinzip auch ähnliche Abbildungen. Da kann man auch mal sehen, wie groß das Wurzelwerk von einer Fichte ist oder von einer Buche oder von anderen Baumarten auch im Vergleich untereinander. Das ist ganz spannend, weil das sind Wurzeln, die wurden tatsächlich ausgegraben, ausgewaschen und daraufhin wurden dann diese Bilder erstellt. Das heißt, man sieht wirklich die tatsächliche Wurzelgröße und ich meine nur, weil das hier jetzt auch ziemlich üppig ist. Er guckt aber oberirdisch dieses kleine Pisselchen da, das ist wahrscheinlich irgendein Gras oder Kraut, keine Ahnung, was das jetzt in dem speziellen Fall ist, aber das unterirdisch ist die Pflanze. Oberirdisch, das ist eigentlich nur in Anführungszeichen das Ernährungsorgan. Also gut, da gibt es noch ein paar andere Sachen, aber die eigentliche Pflanze ist unterirdisch. Ja, und das, was der Stefano Mancuso gerade gesagt hat, dass es sein kann, also das ist noch nicht bewiesen, aber dass es sein kann, dass zum Beispiel diese Geräusche, die von diesen Pflanzenwurzeln abgegeben wurden, dass die dazu dienen, dass sie quasi sich im Raum orientieren können, auch untereinander, ne? Wenn ich es richtig verstanden habe. Genau, das macht ja auch Sinn, wenn man so eine, jetzt seht ihr, wie groß die Wurzel ist, wenn man die ausbreiten möchte, macht es ja keinen Sinn, wenn die alle kreuz und quer durcheinander wachsen, ne? Sondern geordnet und ein bisschen Abstand lassen. Man möchte ja möglichst effektiv Wasser und Nährstoff und so weiter rausziehen. Und dann macht das Sinn, das zu ordnen. Und ja, das kann man machen, indem man weiß, wo man gerade ist. Und das ist ein wesentlicher Teil. Wo bin ich im Raum? Ja, das habe ich immer wieder gelesen, auch im Zusammenhang mit Bienen, die sich selber im Raum auch finden. Das ist, glaube ich, eine der Kernaussagen zum Thema, bin ich mir über mich selbst bewusst? Ja, ich werde euch das Video hier auch noch in der Videobeschreibung nachher verlinken. Wobei ich eigentlich grundsätzlich ist, ich sage mal, für die... Eine Sache zeige ich euch dazu noch. Weil es einfach, ich finde es einfach... Das ist ja auch das Thema Pflanzen, weil wir denken immer, Pflanzen sind, die stehen nur rum und bewegen sich nicht. Aber das ist einfach, weil Pflanzen sich sehr langsam bewegen. Jede Pflanze bewegt sich jeden Tag. Das wird einfach nur von uns anders wahrgenommen. Pflanzen sind halt ein bisschen gemütlicher, würde ich sagen. Ne? Ja. So. Hier, ganz kurz. So. And this is something simple. Let's have to see something a little bit. Das muss man mal kurz erläutern im Vorfeld. This is a Weil diese, was ist es, keine Ahnung, eine Randpflanze, Bohne,
will sich an einer Rankhilfe festhalten. Und wenn sie nicht sehen könnte und sich nicht orientieren könnte, sondern einfach stumpf vollautomatisch darum, dann müsste sie ja kreisförmig suchen, wo kann ich mich festhalten. Das tut sie aber nicht. Das seht ihr in dem Film schön. Die wächst zielgerichtet, also sie rudert schon so ein bisschen, aber zielgerichtet auf diese Metallstange zu. Und rudert eben nicht einfach wild rum und bleibt, macht irgendwann was, deng, dann bleibt sie hängen und dann wickelt sie sich drum. So ist ja so eigentlich die bisherige Auffassung. Ne? Ja. My lab and this is a support and you can see that how is moving for reaching the support. So I mean, this plant know exactly where the support is, where the pole is, and is trying to do all his best for reaching. I don't know if you can see, but the apex of the shoots already made a kind of hook. Cool. In the right position, even if the plants didn't touch until now the support. Das ist der Haken, ja. And you can see also the movement. It's a wonderful movement. It's just even in this case just passive, just based on the osmotic actuator. Look at the hook in the apex and almost. Zack. Another try and it's not enough. And you can almost feel, no? Man fiebert auf jeden Fall mit, würde ich sagen. Ja. Ah, cool. Ja. Gut. Sollen wir das noch abrunden oder auf ein paar Fragen zwischendurch mal eingehen? Ich würde es abrunden und können wir auf Fragen eingehen, falls du was zum Abrunden hast. Naja, also es gibt übrigens auch andere Versuche zum Pflanzenbewusstsein. Ihr seht schon, das würde heute den Abend sprengen, weil wir haben ja noch ein paar andere Sachen für euch vorbereitet. Aber, also da geht es über Schmerzwahrnehmung von Pflanzen. Da deutet auch einiges darauf hin, dass sie das können. Auch das wiederum hat Schmerzen wahrnehmen, überhaupt Gefühle wahrnehmen. Das ist auch ganz stark mit Bewusstsein verknüpft. Aber das hier ist nochmal eine schöne andere Definition von Bewusstsein, die Pflanzen auch erfüllen. Sie wissen um sich selbst im Raum. Und das hat man hier halt schön gesehen, dass sie den Raum auch ganz gezielt nutzen. Und dazu brauchen sie noch eine ganz andere Fähigkeit, nämlich sie müssen sehen können, und zwar nicht nur hell und dunkel, aber das machen wir, glaube ich, nach der Beantwortung der Fragen. Oder? Ja, dann beantworten wir erstmal Fragen. Es gibt nämlich noch was sehr Spannendes, wovon ihr mit Sicherheit noch nichts, also mit absoluter Sicherheit noch nichts gehört habt. Ja, schauen wir mal. Okay, schauen wir mal rein. Ne? Das mal. Also ist übrigens toll, schön, dass ihr euch wieder so viel beteiligt. Das finden wir natürlich ganz klasse. Und gehen wir ein bisschen so von oben nochmal so ein bisschen durch, dass alle so ein bisschen, also erstmal den ganzen guten Abend sahen, was wir übrigens sehr schön finden. So, Sascha. Vielleicht ist das vorzeitige Abwerfen der Blätter nicht nur eine Schutzmaßnahme, sondern auch ein Gefühl. Ja, Tatsache. Das ist ja immer, sehen wir übrigens jetzt ganz aktuell, ich habe es mir heute nochmal angeguckt, dass einige Eichen noch richtig grün sind. Der Apfelbaum von uns ist auch noch grün. Also auch noch grün. Ja, stimmt. Also nur, na, jetzt ist es dunkel aus dem Fenster gucken. Das sind individuelle Entscheidungen. Es wird kühler, die Tage werden kürzer. Das können Bäume, bekommen das mit. Also die Temperatur fühlen sie auch. Ja, ne, das weiß man ja, dass Pflanzen und Wärme was miteinander zu tun haben im Frühjahr. Ne, wann geht's los, wenn es warm wird? Was übrigens auch nicht bei allen Pflanzen stimmt. Aber davon abgesehen, sie können die Temperatur fühlen. Sie können hell-dunkel sehen. Sie wissen, ob sie noch hungrig sind oder nicht. Also man könnte auch sagen, ob das Speichergewebe gefüllt werden muss. Muss es bei mir übrigens anschließend auch. Ne, könnte man auch so ausdrücken, wenn ich noch was essen möchte. Also das können sie alles miteinander kombinieren und dann individuell entscheiden, wann werfe ich die Blätter ab. Da sind wir beim Thema Intelligenz. Klassische Form von Intelligenz, nämlich Problem lösen, mit wo viele Faktoren zusammenkommen. Also das kann ein Baum verschneiden. Und natürlich mit der Sorge, ob das jetzt eine Sorge ist oder wie der Baum das tatsächlich nennt, weiß ich nicht. Aber der erste Frost könnte kommen und da gibt es eben vorsichtige Bäume, die früher abwerfen, andere, die ein bisschen mehr riskieren. Das kommt alles zusammen. Also ich würde, lange Rede, kurzer Sinn, sagen, ja, das kommt aus einem Gefühl heraus. Dann gehen wir mal auf die nächste Frage ein. Passt eigentlich zum Gefühl. Würdest du sagen, dass Bäume Angst fühlen können?
Ja, ist eine gute Frage. Also, wenn man davon ausgeht, dass es irgendeine Form von Pflanzenbewusstsein gibt, und ich finde, da spricht einiges dafür. Also letztendlich beweisen kann man es nicht, weil wir es ja noch nicht mal bei uns wissen, was das ist. Aber ich finde, spricht einiges dafür. Dann gibt es noch das Thema Schmerz oder andere, heiß, kalt, ne, steht ein Angriff bevor, muss ich mich verteidigen? Ja, und wenn wir also wissen, dass Gefühle die Transporteure des Unterbewusstseins sind und uns in eine bestimmte Richtung drängen und Angst, ich muss leider so weit ausholen, Angst ist ein ganz starkes Gefühl und wir können dann machen, was wir wollen, wenn die Angst sehr stark ist, dirigiert die uns. Dann denke ich, dass es so einen Cocktail auch bei Pflanzen gibt und auch bei Bäumen. Ja, und nochmal, ob sich das so anfühlt wie bei uns, weiß ich nicht, aber Angst ist ein sehr unangenehmes Gefühl, ne, was man nicht ignorieren kann, so ähnlich wie Schmerz. Und dann sollte es so etwas auch bei Pflanzen geben. Aber dafür gibt es aktuell keine Studie. Ich kenne zumindest keinen. Nein. Ja, dafür müsste man ja erstmal... Ja. So. Ja, pass auf, das können wir aber auch jemand nehmen. Galaxy Neon schreibt, ich denke mir bei Bäumen immer, dass durch Wärme oder Kälte im Baum chemische Prozesse in Gang gesetzt werden. Ja, bei uns übrigens genauso. Das ist bei uns dasselbe. Ne? Ja. Kälte, Wärme, ne? Also wenn wir frieren, da werden Prozesse in Gang gesetzt, dann fangen die Muskeln an zu zittern. Ne? Also man könnte das alles als Automatismen beschreiben. Schweiß bei Hitze, ne? Ja, oh. Genau, Schweiß bei Hitze. Könnt ihr auch nicht sagen, ich schwitze jetzt nicht, doch. Ja. Genau, also mit Feldmaus, chemische Prozesse, Gehirn, das hatten wir schon. Ja, genau, Intelligenz, Einschätzung, menschliche Sicht. Übrigens auch bei Menschen wird Intelligenz manchmal ganz komisch gemessen mit einem Intelligenzquotienten, der sagt nichts über soziale Intelligenz zum Beispiel. Ne? Ja. So, hast du noch was du gucken wolltest? Nö, ich glaube, wir sind mit den Kommentaren soweit durch. Also wenn ihr noch was fragen wollt, dann könnt ihr es gerne reinschreiben. Gerne, und dann gehen wir nachher nochmal drauf ein, auf jeden Fall. Ja, aber jetzt haben wir ja eigentlich die Story... Ich muss da sagen, wir hatten einen Termin zur Vorstellung, den ich leider nicht geschafft habe. Deswegen musst du es im Prinzip jetzt erzählen, weil ich es nicht aus erster Hand habe. Gut. Also wirklich ganz, ganz, ganz frisch aus den Laboren, Biologielaboren der Uni Bonn, ist auch ein Zwischenbericht. Aber ich habe mir extra das okay geben lassen, man darf schon drüber reden, weil dieses kleine Team, was ich euch gleich erzähle, schon auf einer Konferenz in Seattle vorgestellt hat. Da war eine einwöchige Wissenschaftskonferenz, um das alles wasserdicht abklopfen zu lassen, damit keiner sagen kann, Studiendesign nicht gut und so weiter. Also sie sind extrem vorsichtig und stoßt, glaube ich, auf sehr viel positive Überraschung. Warum die so vorsichtig sind, da gehen wir nachher auch noch mal kurz drauf ein. Aber stimmt. Haben wir auch noch was vor. Wir haben so viel vorbereitet, meine Güte. Stimmt. Okay. Was haben die gemacht? Die wollen schauen, ob Pflanzen richtig sehen können. Dazu gibt es schon seit vielen Jahren Hinweise, dass zum Beispiel es lichtempfindliche Zellen gibt, die nicht der Photosynthese dienen, die unter linsenförmigen Gebilden sitzen, die Licht bündeln in diese Strukturen hinein. Was ja, aber ob das könnte ja auch Zufall sein, keine Ahnung, was die Pflanze damit macht, so ungefähr. Dann weiß man, dass teilweise die Chemie sehr ähnlich der Chemie in unseren Augen ist. Da gibt es ja auch verschiedene Schnittstellen, wo Lichtsignale molekular weitergeleitet werden. Verblüffende Parallelen zu Pflanzen, das weiß man auch schon länger. Aber die Frage ist, sehen die richtig oder ist das so? Keine Ahnung. Nur schemenhaft oder auch nur hell oder dunkel, würde ja auch reichen. So, was haben die gemacht? Die haben eine Schlingpflanze gefunden, schon vor Jahren im chilenischen Dschungel, Urwald, keine Ahnung was. Und die wächst auf Sträuchern, Bäumen und passt ihre Blattform immer an. Ach, du hast doch rausgesucht. Klasse, da kann ich nämlich den Namen auch ablesen. Ich hätte immer nur den ersten. Ich glaube, ja, genau. Also, kannst du es? Nee, ich habe das auch in Latein. Ich habe hab übrigens kleines Latino so ein bisschen zusammengeschummelt, aber das ist auch wieder eine andere Geschichte. Mokila trifoliolata. Geht schon los. Ist wie, fast wie Jodeln. Mokila trifoliolata. Das hört sich fast an wie von Otto. Naja. Also auf jeden Fall irgendwas mit drei gelappten Blättchen. Ich kann euch auch mal den. Ich gebe euch mal kurz den Bildschirm hier frei, dann könnt ihr nämlich auch mal mit reingucken. Achso, okay. Ich dachte, die anderen hätten das gesehen. Ihr seid ja die anderen. Ja, da guckt ihr mal rein, da könnt ihr selber mal jodeln. Das ist auch so ein kleiner Zungenbrecher. Da ist er schon. Ne? Ja, also, hier oben. Das dürft ihr euch einmal vor dem inneren Auge
vorlesen. Also bitte, genau, ihr könnt es immer in die Kommentare schreiben. Einmal laut vorlesen und gucken, ob es beim ersten Anlauf klappt. Aber bitte spontan, so ähnlich wie wir. Okay, aber das wollte ich ja gar nicht erzählen. Diese Pflanze passt ihre Blattform der Pflanze an, an der sie rankt, um nicht gefunden zu werden von Pflanzenfressern. Das ist so eine, ich meine, die, ja, der biologische Begriff, das ist das hier, was hier unter Mimikry steht. Kennen viele von euch vielleicht noch so aus dem Biologieunterricht, war in der Schule, wird das, glaube ich, sehr intensiv behandelt. Einfach quasi das Nachahmen von anderen Tieren. Ja, also wie eine Schwebefliege, so tut, als, genau, ob es eine Wespe wäre oder so. Ja. Ne? Und dann haben die halt geschaut, die haben dann, also man weiß ja nicht, woran es liegt. Das kann über die Wurzeln, das kann irgendeine Chemie sein, irgendein Automatismus. Das wird ja immer vermutet bei Pflanzen. Das sind ja nur Bioroboter, die biochemisch funktionieren. Kommen wir nachher noch drauf. Und dann hat ein Student gesagt, okay, dich kriege ich. Ich setze dich mal an eine Plastikpflanze mit Fantasieblättern und dann schauen wir mal, was die Ursache ist. Und da hat die Blattform auch nachgemacht. Der Punkt ist, dadurch kann es ja schon nicht, also das war ja auch eine Vermutung, über chemische Signale gekommen sein. Es könnte ja zum Beispiel sein, dass die Pflanze das irgendwie durch irgendwelche Ausdünstungen der Wirtspflanze quasi herausbekommt, was da jetzt für eine Pflanze drunter. Also das funktioniert bei einer Plastikpflanze ja einfach nicht. Das ist einfach, ist ja totes Material. Würde ich sagen. Jetzt hat man das aber direkt verschärft, die Versuchsanordnung. Man hat gesagt, okay, wir nehmen jetzt keine Fantasieblätter, sondern wir nehmen Fotos. Das ist ja nochmal die nächste Ebene. Kann diese Pflanze Blattformen auf Fotos erkennen? Das ist echt happig, weil also Hunde können zum Beispiel ihr Spiegelbild nicht erkennen, was ein bisschen plastischer ist als ein Foto, nämlich 3D, ist die Frage, kann diese Pflanze Fotos von Blättern erkennen? Und dazu hat man die in Boxen gesetzt. Also natürlich welche ohne und dann welche mit, um die Vergleich zu haben. Und die Boxenwände mit Fotos beklebt von Blättern, die die Evolutionär gar nicht kennen können, weil die von anderen Kontinenten stammt oder aus ganz anderen Gebieten, zum Beispiel von Ginkgo. Also Ginkgo aus China. Und diese Pflanze kommt ja in Chile vor. Die haben sich evolutionär nie berührt. Also da kann kein Programm vorhanden sein. Darum ging es, auszuschließen, dass diese Pflanze ein vollautomatisches Programm hat und sagen kann, kenne ich, habe ich auf meiner Festplatte, mache ich nach, brauche ich nicht drüber nachdenken, so ungefähr. Und da hat man die zum Beispiel eben mit Ginkgo-Blättern beklebt, diese Box, also mit Fotos von Ginkgo-Blättern. Und das Ding bastelt die nach. Also eigentlich sind die Pflanzen, die haben so wupp, wupp, eher solche Blätter, ne? Also so lanzettförmig mit so kleinen Einbuchten. Und Ginkgo ist ja so, also ein bisschen wie herzförmig in der Mitte mit einer Einkerbung. Und das macht die nach den Fotos. Also zweidimensional, ne? Das heißt, sie kann das ja auch nicht ertasten. Also es wäre ja auch schon dann wieder ein Sinn. Aber sie kann es weder erriechen, sie kann es noch ertasten. Das muss visuell stattfinden. Ne? Also durch. Gibt es keine andere Erklärung dafür. Ja. Und sie hat ja auch Organe dafür. Das wäre so ähnlich, als wenn wir sagen würden, können wir Lichtsignale empfangen? Wir haben Hände, wir haben Fingernägel, wir haben da oben so zwei Kugeln drin. Da ist hinten lichtempfindliche Rezeptorzellen. Da wird auch scharf gebündelt, aber die das wirklich dazu, Bilder zu erzeugen? Naja, also bei uns wissen wir es ja. Wenn Pflanzen sowas haben, sagt man, naja, ich weiß nicht. Ne? Und also ist ja okay. Aber wenn man dann die Wände mit Fotos beklebt und die Pflanze sagt, okay, mache ich nach. Von Fotos, ja. Und es kommt das Allerbeste. Ich glaube, es war so nach 4 Wochen, hört die auf damit, weil die anscheinend gemerkt hat, das ist überhaupt keine Pflanze. Also da wird, wenn diese, da gibt es ja auch eine Studie zu, wenn die veröffentlicht ist, final, dann werden wir das auf jeden Fall nochmal mit, ja, euch teilen. Das steht natürlich außer Frage. Das heißt, das ist jetzt quasi Vorab-Information, aber da, das ist quasi weitestgehend durch. Ne? Ich weiß gar nicht, wie da der aktuelle Zeitplanung ist. Ja, ich glaube, es ist, also das muss ja alles noch geschrieben werden, gemacht werden, geprüft werden und so weiter. Ne? Aber die lassen uns im Vorfeld halt schon gut durchtesten. Ne? Das finde ich. Und ich habe extra, wie gesagt, gefragt, ob man schon mal ein bisschen was davon erzählen kann, aber im Detail natürlich nicht, weil es Details zum Veröffentlichen noch nicht gibt. Aber ich glaube, so grob im Sommer nächsten Jahres wird das Ding, wenn das alles so klappt, publiziert. Dann werden wir sicher noch mal kurz drüber sprechen. Da können wir euch auch die Bilder zeigen aus dem Versuch. Ne? Also, dass man mal sieht, da gibt es auch tolle Filme dazu, wie die sich eben in Zeitraffer verhalten, aber auch, also auch die Erbsen mit der beschnittenen Wurzel. Oder wenn man Pflanzen betäubt, also da gibt es Experimente, kommt alles in diesem Papier. Da lassen wir euch natürlich dran teilhaben. Aber das nur mal als kleiner Teaser. Es ist unfassbar, was konservative, konservative Biologie im konservativen klassischen Sinne oder klassische Biologie
mit Versuchsanordnungen, die sauber abgeprüft sind, die international diskutiert werden, mittlerweile für Ergebnisse erzielt. Das hätte man vor wenigen Jahren nicht vermutet. Und viele Leute wollen es auch nicht wahrhaben. Wo wir beim Thema sind. So, ich habe hier ein paar Sachen. So, obwohl wir können eigentlich direkt hiermit anfangen, oder? Was war das nochmal? Ach, der botanische Fehler. Ich dachte gerade, Pflanze? Das ist doch, ja. Genau, weil der Forschungszweig, im Prinzip ist es ja so, das tut niemandem weh. Da geht es wirklich um reine Wissenschaft, also quasi im ursprünglichsten Sinn. Also quasi wirklich ganz am Anfang vom Beobachten her werden da Sachen erforscht. Und allein schon mit dieser Tatsache sind manche Leute nicht einverstanden. Und das sind so Sachen, die kennt man ja auch historisch gesehen aus der Wissenschaft, ne, dass überhaupt Tieren Gefühle zugestanden haben. Das hat ja auch schon sehr, sehr lange gedauert. Die Geschichte hatten wir, glaube ich, schon mal erzählt. Und mit Pflanzen ist es eben genauso. Und was ich immer spannend finde, ist trotzdem, dass Menschen sich irgendwie anscheinend, oder dass es Menschen gibt, die sich persönlich so darüber definieren, dass sie als Mensch ein höheres Lebewesen sind als alle anderen Lebewesen um uns rum. Und das Pflanzentier, dass das Lebewesen, das steht ja außer Frage. Aber wir sind quasi die Krone der Schöpfung. Und anscheinend ist das für viele Menschen ganz, ganz wichtig. Und das hat sich mir noch nicht ganz erschlossen, womit das zusammenhängt, dass das einen so triggern kann, dass auch andere Pflanzen intelligentes Leben haben können. Oder? Naja, da muss ich mal auch ganz kurz in Richtung Forstwirtschaft einhaken. Ne? Also wenn man vor 200 Jahren gesagt hat, der Wald, also führende Forstwissenschaftler vor 200 Jahren, der Wald ist, kann das am allerbesten alleine sagen. Heute führende Forstwissenschaftler, ohne Forstwissenschaftler kann ein Wald gar nicht mehr überleben. Das ist eine Frage der Haltung. Und da kommen wir mal zu einem, ich glaube, ihr seht das auch schon, ne? Dieser botanische Federhandschuh. Das sind teilweise ähnliche oder sogar dieselben Leute, die auch, habt ihr vielleicht mitgerichtet, auch bei uns wieder gerade aktuell so ein bisschen ans Bein pinkeln, dass es alles Quatsch ist und Märchen und so weiter. Einer davon heißt David Robinson. Der hat schon einen offenen Brief 2007 geschrieben, hat sich auch wieder so wie heute so etwas mehr als 30 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zusammengeholt und diesem Forschungszweig den Federhandschuh hingeworfen, was ich auch interessant finde. Ne? Wie kann man denn, also Federhandschuh heißt Kampf. Ne? Alte mittelalterliche Tradition, wirft man also seinen Kettenhandschuh hin, dem Gegner vor die Füße und sagt so, jetzt kloppen wir uns mal. Also nicht diskutieren, sondern den Federhandschuh hingeworfen, weil, jetzt kommen wir mal, also die bekämpfen das, es geht um fühlende, intelligente Pflanzen und so weiter. Die stören sich an dem Forschungszweig, das ist quasi. Genau. Ja. Den wollen bekämpfen. Und sagen, viele von uns dachten, also viele von dieser Gruppe dachten, das erledigt sich von selbst, aber nein, es gerät völlig außer Kontrolle. Übrigens von wem? Welche Kontrolle? Ärgert sich David Robinson vom Heidelberger Institut für Pflanzenwissenschaften. Nur mal, ich sag jetzt, dieser David Robinson, der schon 2007 diesen offenen Brief geschrieben hat, das ist auch derjenige, der diesen Meinungsartikel veröffentlicht hat jetzt vor kurzem, die sich quasi an der Vermenschlichung von Pflanzen stören, aber da gehen wir separat nochmal ein. Aber nur damit ihr schon mal seht, wo kommt das her? Also wie schließt sich da der Kreis? Was steckt da überhaupt auch hinter? Und er ist anscheinend, der stört sich grundsätzlich daran, dass Pflanzen Eigenschaften haben können, die über vor sich hin vegetieren hinausgehen. Genau. Und der sagt, das ist doch einfach Unsinn, ohne jegliche wissenschaftliche Grundlage, hört man manchen hinter vorgehaltener Hand lamentieren. Und da können wir mal, ich weiß gar nicht, und natürlich springen sofort andere drauf an, die in seiner Gruppe sind, das genauso doof finden. Viele Kollegen meinten auf unsere Ankündigung, Gott sei Dank äußert sich endlich mal jemand dagegen. Und vor allem, ich muss auch nochmal sagen, also, und hier, das ist ja ein wörtliches Zitat, das ist jetzt nicht irgendwie so, dass hier dieses Science X Magazin da eine Überschrift sich ausgedacht hat, sondern das ist wirklich ein wörtliches Zitat. Wir haben den Vertretern der neuen Richtung jetzt den Federhandschuh hingeworfen. Also, es ist wirklich kein Witz. Ja. Also das und das war vor 16 Jahren, das ist nochmal dieselben oder in dem Fall derselbe und es geht weiter und weiter und weiter, weil ne, wir machen das ja hier in der Waldakademie auch, dass wir mit diesen Begriffen arbeiten, übrigens auch eben mit diesen wissenschaftlichen Papieren. Und wir können ja mal reinschauen, 2020 hat Professor František Baluska, der auch hier in diesen aktuellen Forschungen mit involviert ist, schon mit... Ja. Ich will nur kurz vor eine Sache sagen, also die stören sich tatsächlich auch daran, dass es für diese Forschung, und hier geht es ja wirklich um Wissenschaft, in ihrem wirklich in ihrer reinsten Form, einfach Wissenschaften beobachten,
und aus diesen Beobachtungen dann ja, Evidenzen ableiten. Und daran stören die sich schon, also die stören sich hier tatsächlich schon daran, dass er von einer Sparkasse eine Finanzierung von Forschungsprojekt gewinnen konnte. Und ich meine, gerade wenn man weiß, was Forschung ist halt super kostenintensiv. Ich weiß jetzt nicht, um wie viel Geld es da gab, aber es wird wahrscheinlich kein ganz so großer Betrag sein. Das ist auch der Punkt, warum dieser Forschungszweig es relativ schwer hat. Es gibt keinen direkten Nutzen davon. Also ich habe mal zum Beispiel in der Medizin, da gibt es sehr, sehr viele Forschungsgelder, einfach weil wir alle davon profitieren. Da ist es sehr leicht, Forschungsgelder zu bekommen, wenn man spannende Forschungsbereiche hat. Ich sag mal, in dieser Fachrichtung ist es gar nicht so leicht, an Gelder zu kommen. Deswegen ist es ja eigentlich was Schönes, wenn man zusätzliche Gelder mit reinnimmt in den Pool und dadurch quasi das Forschungsgebiet ein bisschen aufweiten kann. Aber die Guck Antwort. Mal, was übrigens Stefano Mancuso, den habt ihr ja gerade schon im Vortrag kennengelernt, ne? Also er forscht ja auch sehr viel dran, macht manchmal auch Projekte zusammen mit Franziszek Baluska und die beiden haben auch geantwortet, allerdings 2020, weil dieser David Robinson anscheinend regelmäßig dagegen vorgeht. Und es reicht eigentlich der letzte Satz, also oben drüber die Überschrift, seht ihr, Pflanzen leben. Mit allen Verhaltens- und ja, geistigen Konsequenzen, kognitiv, ja, gut, wie übersetzen wir es eigentlich direkt? Benutzt den Begriff auch meistens auf Englisch, naja. Egal, interessant ist der letzte Satz. Jetzt gucke ich mal gerade, ob ich den von hier aus lesen kann. Sonst könnte ich ihn vorlesen. Ja, genau, wenn du mal liest du ihn vor, genau. Ich versuche den auch parallel auf Deutsch zu übersetzen. Ja, das wollte ich mal ein bisschen, genau. Prügel nicht auf mich ein, wenn ich Fehler mache. genau, also wenn Robinson et al., also quasi Robinson und die anderen Forschenden, die den Brief unterschrieben haben, die 30, weiter an ihrer an ihrem Claim, an ihrer Behauptung festhalten wollen, dass 85% der Biomasse auf der Erde, also Pflanzen, von nur, also quasi nur aus halblebenden Maschinen besteht und Intelligenz nur den 0,3% lebenden Tieren, quasi, ja, lebenden Tieren wie auch uns, vorbehalten ist, dann können sie das gerne glauben, aber sie sollten ihr Glauben mit wissenschaftlichen Evidenzen ja, beweisen. Unterstützen, beweisen. Genau. Genau. Ja, also nochmal, die behaupten einfach, 85% sind dumpfe Bioroboter und nur 0,3% sämtlichen Lebens ist intelligent. Und das ist eine Behauptung. Und ich kann auch behaupten, die Erde ist eine Scheibe, aber ich muss es dann beweisen. Und die treten den Beweis nicht an und nicht an und nicht an und verbeißen sich wie ein Terrier in die Waden. Also die verbeißen sich quasi in die Leute, die das prüfen, ob das so ist. Und die arbeiten quasi gegen die Prüfung, ob Pflanzen intelligent sind. Also das, ja, das hat wirklich, weil hier kam nämlich die Frage, ob das was Religiöses ist. Das wirkt fast so tatsächlich. Aber also nicht, dass das ein Thema von, aber es wirkt quasi so sehr mittelalterlich, ne? Also so von der Herangehensweise. Also man könnte sagen religiös, andere Formulierung wäre in diesem Fall arrogant. Ja. Oder? Also ist für mich so. Ich meine, wenn man neugierig ist, natürlich kann auch rauskommen bei verschiedenen Versuchen, das ist nicht so. Ne? Also Pflanzen schreiben keine Bücher. Habe ich übrigens auch keine Studie dazu. Zumindest keine, die ich lesen kann. Die müssen ja gar nicht alles machen wie wir, aber so diese Grundfunktionen des Lebens und auch die Grundgefühle, das Grundverhalten, das haben wir ja irgendwo von Pflanzen. Die waren zuerst da. Also ohne Pflanzen gibt es hier gar nichts auf diesem Planeten. Ne? Ja, das stimmt. Aber gut. So. Das war jetzt erstmal das, wie geht Wissenschaft damit um und wie gehen, ja, also es sind ja auch Wissenschaftler, das ist immer das Problem. Also wenn es ist ja kontrovers, ja, es ist kontrovers, also es gibt, aber das sind ganz viele Bereiche in der Wissenschaft kontrovers. Also es gibt ja natürlich auch Teilbereiche, da sind sich die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sehr einig, aber ich sag mal, gerade bei so neuen Forschungsfeldern, und ich meine, jetzt so neu ist es ja eigentlich gar nicht mehr, das gibt es ja jetzt mittlerweile auch schon fast 20 Jahre, länger. Trotzdem ist immer, wenn was Neues ist, führt das immer wieder zu Widerstand. Ich meine, das ist ja auch dasselbe, was wir sehen jetzt, ich sag mal, im Bereich Forstwirtschaft. Dass, wenn man was verändern will, dann stößt man relativ schnell auf sehr viel Widerstand von Menschen, die einfach ja, nicht offen gegenüber neuen Dingen sind. Und ich weiß nicht, ob das was damit zu tun hat, dass die Menschen konservativ sind oder sich. Ja, also das Interessante ist,
Man sagt, du hast jetzt recht gesagt, das ist kontrovers. Es ist auch eine Kontroverse, aber es ist keine wissenschaftliche Kontroverse, weil dazu müsste zum Beispiel Leute wie David Robinson einen Gegenbeweis antreten. Also es gibt eine Studie, die ist peer-reviewed, die sind, also sieht man ja auch hier an dieser Bukilla, na, also wie auch immer, Trifoliolata oder so, Jodolidio, das lassen die prüfen und prüfen und prüfen. Und wenn dieses Ergebnis rauskommt, dann dürft ihr dreimal raten, welche Leute sich wieder dagegen positionieren. Und dann muss man sagen, hey, aber das ist auf breiten wissenschaftlichen Schultern abgestützt, nach besten aktuellen Standards, und so etwas gilt nach wissenschaftlichen Standard als wahr. Solange bis jemand sagt, das Studiendesign ist Mist oder ich beweise das Gegenteil. Das macht der aber nicht oder die Gruppe nicht. Ne? Und dann muss man sagen, genau, irgendjemand meinte, das religiöse Hintergrund, also das sind wirklich pseudo-religiöse Verhaltensweisen, die haben in der Wissenschaft halt nichts verloren. Ne? Ja. Das sind Meinungen, das wird aber nicht als Meinung gekennzeichnet, sondern man sagt, ah, das ist ein Wissenschaftler, der muss es ja wissen. Nee, in dem Fall leider nicht. Aber gut, achso. Du hast gesagt, das hat keinen Nutzen, was ja auch stimmt, also keinen direkten, ne? Aber es hat schon manchmal einen Nutzen. Was, so, was diese Weizengeschichte ausgraben. Achso, ja, kann ich machen. Die ist auch cool. Das ist cool, aber da muss man den Hintergrund dazu wissen. Ich glaube, das hier ist... Ist es. Ja, das ist es. Willst du die Weizenstudie machen? Ich erkläre den Vordergrund. Hintergrund? Ne, Hintergrund. Was meinst du, ob ich die... Ich erzähle es mal mit der Ackerschmalwand. Und das hier sieht, geht in dieselbe Richtung. Das ist der Punkt. Da sieht man, das ist ja jetzt hier, da geht es ja um die Nutzung. Von, ja. So, oder? Ja, fangen wir okay, mal an. Okay, ich fange einfach mal an. Also es gibt einen Versuch, eine Studie, die hat sich mit der Ackerschmalwand beschäftigt. Das ist so die Labormaus unter den Pflanzen. Die ist genetisch gut entschlüsselt. Ne? Da kann man Gene an- und abschalten, rummengen. Und da hat man sich mal die Frage gestellt, erkennt die optisch ihre Familienmitglieder? Also nicht, ist das eine Ackerschmalwand neben mir, die da wächst, sondern bin ich mit der verwandt? Da hat man die in ein Töpfchen gesetzt und festgestellt, wenn die familiär verwandelt sind, dann nehmen die ein bisschen Rücksicht aufeinander und schauen, dass alle genug Licht kriegen, jetzt so in meinen eigenen Worten. Und wenn die nicht miteinander verwandelt sind, dann wachsen die rücksichtslos ineinander, was zur Folge hat, dass besonders egoistische Pflanzen besonders viel Samen produzieren und die anderen natürlich weniger. Also in Summe das Kollektiv, wenn da gerangelt wird, weniger, und wenn die aufeinander Rücksicht nehmen, dann wird es individuell weniger, aber in Summe mehr. Also kooperative Pflanzen produzieren mehr Samen. Also ist ja wie beim Mensch auch. Also wenn wir kooperativ sind, können wir mehr erreichen, als wenn jeder die Ellenbogen ausfährt. Na, jetzt bist du dran. Also das ist eine Studie, die ist schon ein paar Jahre alt, aber das hier ist jetzt, weiß ich gar nicht. Ja, die ist aber auch von dir, die müsstest du eigentlich... Kann ich auch erklären. Ja, die musst du auch erklären. Ja, okay, gut, dann erkläre ich die auch noch. Aber ihr habt jetzt im Hintergrund, ne, also die ist jetzt relativ neu, 25. November 2022, und mal so zusammengefasst, ich sage es mal in meinen eigenen Worten, das ist jetzt wissenschaftlich ein bisschen anders ausgedrückt, kommt aber auch selber raus, dass egoistischer Weizen geringere Hektarerträge hat. Ne, das passt ja zu dieser Ackerschmalwand, die individuell mehr Samen produziert, in Summe das ganze Kollektiv aber weniger. Jetzt kommen wir nämlich dazu, dass solche Sachen sogar schon eben wirtschaftlich eine Rolle spielen. Ne? Dass man sagt, aha, Weizen, der kooperativer ist, hat höhere Hektarerträge. Da kommt es knallhart in der Wirtschaft an, wie Pflanzen sich verhalten. Und das finde ich eigentlich fast schon süß, dass man, das ist ja letztendlich sowas Ähnliches wie in der Tierhaltung. Ne? Wenn es Tieren gut geht, also wir zwar essen jetzt kein Fleisch, ne, aber dann hätte man, wenn man es denn machen möchte, glückliche Tiere, bessere Produkte. Und hier ist es beim Weizen auch, also wenn die nicht egoistisch unterwegs sind, gibt es höhere Erträge. Fand ich, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, okay, da, also ob die voneinander wissen, das weiß ich nicht in Bezug auf die Studie, aber letztendlich ist es dieselbe Aussage. Ja, das ist übrigens auch das Spannende, weil gerade insbesondere auch diese Pflanzenforschung, da kommt sehr, sehr viel aus der Landwirtschaft, weil da stehen ja wieder finanzielle Interessen hinter. Das heißt, da gibt es auch wieder Leute, die Geld für diese Forschung geben. Ne? Man muss auch sagen, das, was sie eben angesprochen hat, zum Beispiel von František Baluska, die Forschung, da hat halt niemand direkt einen Nutzen von, in erster Linie. Also es schafft Wissen, aber hat niemand direkt einen Nutzen von. Und hier gibt es natürlich einen direkten Nutzen von. Und das lohnt sich auch monetär. Und deswegen gibt es für solche Themen auch deutlich mehr Forschungsgelder, die dann eingeworben werden. Übrigens, meine Lieblingsvorstellung ist, also da habe ich mich mit František Baluska auch mal drüber unterhalten, also er geht davon aus, also sehr, sehr viele Pflanzen haben diese Linsenstrukturen in den Blättern,
Und jetzt liegt es schon im Bereich des Wahrscheinlichen. Er vermutet das auch, aber dazu müssen wir noch mehr Studien machen, dass sehr viele Pflanzen auch mehr sehen können, als wir denken. Und meine Lieblingsvorstellung ist halt wirklich, dass wenn man im Wald mal ein kleines Geschäft verrichten muss, oder auch ein größeres, völlig wurscht, und geht dazu hinter einem Baum, dann kann man auch vor dem Baum bleiben. Man wird dann so oder so gesehen. Keine Ahnung, was der Baum sich dabei denkt, aber das ist ein anderes Thema. Das ist übrigens auch ein Thema, dieses Thema Problemlösung, auch als Intelligenz gesehen. Das ist ja, Problemlösung ist was für Bäume oder grundsätzlich für Pflanzen noch viel wichtiger ist als für uns Menschen, weil Pflanzen sind ja an einem Ort verwurzelt. Das heißt, die können nicht weglaufen. Also bei uns ist es so, bei Gefahr laufen wir in der Regel weg. Das kann jeder von euch mal testen, wenn ihr mal irgendwo in einem Land seid, wo es Bären gibt oder ja, Wölfe. Genau, aber da, stellt euch vor, ihr seid wirklich in einem Land, wo es viele, viele Bären und Wölfe gibt. Und dass man jetzt dafür direkt Angst haben müsste. Aber stellt euch mal vor, steht 2 Meter vor euch ein Bär. Jeder weiß, wenn ein Bär vor einem steht, dann soll man sich groß machen. Also zumindest bei Schwarzbären sollte man sich groß machen. Sollte man laut sein, aber nicht aggressiv. Und auf gar keinen Fall weglaufen. Und das sehe ich tatsächlich als die größte Herausforderung. Wenn man sich mal in diese Situation hineinversetzt, macht das mal. Das ist unglaublich schwer zu sagen, okay, ich bleibe jetzt hier stehen und rennen nicht weg, weil es einfach irgendwie so gegen die Natur ist. Das heißt, wir sind darauf programmiert, eigentlich vor Problemen wegzulaufen. Und bei Pflanzen funktioniert das eben nicht. Also Pflanzen müssen immer, egal was an ihrem Standort passiert, und das kann sein, dass da ein Pflanzenfresser an dem Baum knabbert, das kann sein, dass es trocken wird, es kann sein, dass es zu nass wird, und die müssen immer eine Lösung für diese Probleme an ihrem Standort finden, ohne dass sie weglaufen können. Das heißt, deswegen ist auch das, was Stefano Marcuse eben gezeigt hat, Pflanzen können super viele Umwelteinflüsse wahrnehmen, und das ist auch extrem wichtig, damit sie überhaupt überleben können, langfristig überleben können. Es gibt ja Bäume, die werden viele tausend Jahre alt. Sollen wir dann gerade die Leipziger Eichen da noch mit reinhauen? So apropos, bleibt stehen, kann nichts machen und kann aber doch was machen. Willst du die Iwenacker Eichen, meinst du? Nee, die Eichen und die Meisen und die Raupen, diese Geschichte. Was können wir für die Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht. Kannst du auch so erzählen, könnt ihr mal recherchieren. Müsst ihr, glaube ich, nur eingeben, Bäume oder Eichen rufen Vögel zur Hilfe. Da sind wir übrigens beim Thema Kommunikation. Also, ne? Was ist rufen? Haben wir das nicht irgendwo? Doch. Ich kann ja schon mal erzählen. Also ist eine Studie gemacht worden. Da, ja, guck mal hier. Das ist doch cool. Ich glaube, wir haben da auch mal einen Blogartikel drüber geschrieben. Ja, gut. Als das rauskam. Dann ist es noch viel besser, hier, genau. Zack. Ah, wunderbar, sehr schön. Habt das direkt, habt das jetzt? Nee, noch nicht, jetzt habt das. Bäume rufen Vögel und räuberische Insekten um Hilfe. Übrigens so ähnlich ausgedrückt in einer Pressemitteilung der, ich glaube, Uni Leipzig. Das ist die Pressemitteilung. Das ist sogar die Pressemitteilung. Ach, guck mal, die Uni Leipzig, die vermenschlicht aber ganz schön hier die Bäume. Ne? Bäume rufen noch nicht, hallo Vögel. Nein, die senden natürlich Duftstoffe aus, wenn sie von Raupen fallen. Ich gehe mal kurz einfach auf die Original. Auf die Originalpublikation. Pressemitteilung. Auf die Originalpressemitteilung, ja. Die Publikation, die ist natürlich dann wieder wissenschaftlich formuliert. Ja, genau, aber weil das einfach, das ist, ich meine, hier geht es ja wieder auch um das Thema, und ihr wisst ja, ihr habt es ja wahrscheinlich mitbekommen, auch grundsätzlich Kritik an der Vermenschlichung von Pflanzen. Guck mal, Friedrich, ach, Jena ist das sogar, sorry, war das gar nicht, aber die haben es in Leipzig, es hieß doch Leipzig, oder? Ich glaube, das ist vom Eidiff, glaube ich, gewesen. Ah, okay. Gut, warte mal, wo ist denn die Überschrift? Haben wir die noch? Ja. Da ist sie doch, genau. Bäume rufen Vögel und räuberische Insekten zur Hilfe, schreiben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die alten Vermenschlicher. Ne? Also von der Friedrich-Schiller-Universität in Jena. Genauso geht's halt. Ne? Das ist Wissenschaftskommunikation. Das verstehen halt manche Leute nicht. Und es weckt auch, und es weckt ja auch Interesse, dass ich meine, wir könnten uns auch gleich mal die Originalpublikation davon angucken, aber dann können wir einen Abstract davon lesen. Die sich anhört. Die muss anders formuliert sein, ne? Mit dem wissenschaftlichen. Jetzt lies mal bitte die Überschrift vor. Lest du das vor? Oh Mann, oh. Na gut, okay. The mosaic of induced and non-induced branches promotes variation in leaf traits, predation in insect herbivore assemblages in canopy trees. Klingt sexy, oder? Also nicht nur wegen meiner schlechten Aussprache, sondern
Also echt, wenn das sowas im Fernsehen oder auf Netflix oder keine Ahnung laufen würde, würde ich... Ich meine, das ist ja in sich gesehen für die Wissenschaft auch in dem Fall richtig. Ne? Also es geht ja quasi, soll ja möglichst emotionslos und neutral geschildert werden. Aber es ist halt dadurch für uns normale Menschen, sage ich jetzt mal, einfach nicht interessant. Ne? Und deswegen kommen die ja selber so. Ne? Ich fand es hier auch schon ganz wert. Ich glaube, ja, also das ist ja eigentlich schon der erste Absatz, übrigens journalistisch auch schön gemacht. Ne? In den ersten Sätzen soll eigentlich das drinstehen, um was es geht. Waldbäume senden bei Befall durch Raupen und andere Pflanzenfresser Duftstoffe aus. Damit locken sie räuberische Insekten und sogar Vögel an und befreien sich so von ihren Plagegeistern. Punkt. Super. Genauso machen sie es. Ne? Also es ist kein Hallo Meise, komm her. Man muss auch sagen, also das ist nicht aus deiner Feder. Ach, guck mal. Nein. Was dazu wohl der Deutsche Forstwirtschaftsrat sagen würde. Ja, auch Bäume können sprechen. Nochmal, das ist die Homepage der Uni Jena. Schön, also mir gefällt das ja. Aber ja. Allerdings nicht wie wir akustisch, sondern über Duftstoffe. Und das ist ja auch das Thema. Also es ist ja trotzdem eine Sprache. Ja. Ja, guck mal, da steht übrigens, diese Muster lernten Tiere im Laufe der Evolution zu lesen. In Anführungszeichen. Klar, ist ja auch kein Buch. Ne? Man kann Gerüche nicht lesen. Wäre ja auch interessant. Ne? Also das sind Metaphern. Und kein Mensch denkt, ein Vogel schlägt ein Buch auf und liest Baum. Also ich meine, das richtet sich an intelligente, mitfühlende Menschen, die mit den Metaphern einfach mehr Spaß am Lesen haben. Genau das machen wir hier sehr gut. Und dann formulieren sie sich weiter aus, aber immer wieder mit schönen Metaphern und ja, also das war einfach nur nochmal ein schönes Beispiel dafür, dass das mittlerweile eigentlich... Ja, aber ich meine, ich finde es insofern spannend, weil hier geht es ja nicht nur um eine Kommunikation, ich sag mal, innerartlich, also wo sich dann zum Beispiel Buchen mit Buchen unterhalten, sondern hier geht es darum, dass sich Buchen oder das Buchen mit anderen Lebewesen interagieren. Und zwar so, dass das wirklich ein Resultat hat. Also auch, ich will jetzt nicht sagen bewusst, aber mehr oder weniger schon. Also ja, aber auf jeden Fall wünschen die sich eine gewisse Artzusammensetzung, damit dementsprechend auch der Insektenbefall abgewehrt werden kann. Und ja, das ist das, was ich irgendwie so faszinierend finde. Ich meine, man kennt das ja von uns, wir kommunizieren mit Tieren. Also jeder, der einen Hund oder eine Katze hat, ne, die spricht mit den Tieren. Also ich habe es zumindest immer mit unserem Hund gemacht. Und genauso können das Bäume halt eben auch mit anderen Insekten. Und das funktioniert dann nicht über eine Sprache. Also ich bin mir sicher, so ein bisschen was wird jetzt mein Hund verstanden haben. Aber, ja, klar, also von dem, was ich sage, aber jetzt nicht jedes einzelne Wort, was ich da von mir gegeben habe. Und so stelle ich mir das zumindest auch vor, dann zum Beispiel, wenn Bäume mit Duftstoffen kommunizieren. Das ist jetzt nicht so, dass man sich unterhält. Und ich habe, also mein Hund hat jetzt nicht sonderlich viel mit mir zurückgeredet. halt mit Körpersprache dann auch wieder. Das ist ja auch wieder eine andere Sprache, aber es ist auch eine Sprache. Und so stelle ich mir die Kommunikation auch dann dementsprechend in diesem Fall vor. Und man darf ja nicht vergessen, das ist ja immer nur Stress- und Abwehrkommunikation. Was anderes kann man nicht gut testen. Ne? Das muss ja alles reproduzierbar sein. Das haben wir in dem Fall, glaube ich, mit so kleinen Plastikraupen gemacht und dann so chemischen Stoffe künstlich dort aufgebracht und geguckt, ob das dann die Vögel auch wirklich anlockt, damit das, ja klar, es ist also dieser Stoff, aber das ist einfach Abwehrkommunikation. Was machen zum Beispiel Eichen in dem Fall, wenn die sich wohlfühlen? Tauschen die sich aus oder nicht? Wie will ich denn das feststellen? Da gibt es ja keine vernünftige Versuchsanordnung. Also wir kratzen da sehr an der Oberfläche. Da werden sicher noch viele Überraschungen kommen. Apropos, wir können ja mal nochmal schauen, was hier im Chat gerade so läuft. Ja. Fragen mal eingehen. So, gucken wir mal da oben durch. Also, waren wir, glaube ich, da? Waren wir schon nicht? Nee, doch. So, gucken wir dann. Ja, also erstmal danke. Das ist natürlich immer schön, wenn ihr euch bedankt. Übrigens auch, wenn ihr das liked. Ne? Daumen hoch. Daumen hoch ist immer gut. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, einige haben es ja schon gemacht. Okay, also wir gucken mal durch. Halte es für ökologisch sinnvoll, später Ende des 21. Jahrhunderts große Bauwerke aus Holz zu bauen? Ja, das ist ja mal, würde ich sagen, da kann ich was zu sagen. Mein Fachgebiet. es ist eine schwierige Frage, die ich nicht so pauschal beantworten kann. Also ich halte es falsch, das zu fördern. Ich sag mal, wenn man Holz nutzt, dann macht es natürlich Sinn, das möglichst langfristig zu nutzen.
Aber ich sag mal, ein Holzbau ist jetzt nichts besonders Ökologisches, zumindest jetzt aus klimatischer Sicht und auch nicht aus Sicht der Artenvielfalt. Und deswegen würde ich sagen, macht es Sinn, schwer zu beurteilen. Ich würde sagen, aktuell macht es keinen Sinn, mehr Holz zu nutzen. Und ich sage mal, immer wenn wir irgendwas aus Holz bauen, kommt halt weiter oder wird weiteres Holz den Wäldern entnommen. Und das führt einfach dazu, dass unsere Wälder weiter übernutzt werden. Die werden aktuell global übernutzt. Und auch in Deutschland nutzen wir viel mehr Holz, als selber bei uns nachwächst, obwohl wir das vorratsreichste, also was wir haben, sind das Land in Europa, wo der meiste Holzvorrat vorhanden ist. Das heißt, am meisten Holz in den Wäldern, in den lebenden Bäumen gespeichert. Und trotzdem können wir unseren eigenen Verbrauch nicht decken. Und insofern würde ich sagen, ist es nicht gut. Es kann in manchen Situationen Sinn machen. Aber gut ist grundsätzlich gar kein Neubau. Und auch wenn man Brücken baut, Häuser baut, weder aus Holz noch aus Beton ist das gut fürs Klima. Sondern nur gut für Menschen. Nur ganz kurz, Sebastian, das war von ihr, hier kommt ja die Frage: Brücke wird aus Buchen, baut man keine Brücken, aber egal, nur als Beispiel, ja, 80-jährige Buchen gebaut und dann steht die Brücke weitere 70 Jahre, aber die Buche hätte natürlich auch weitere 70 Jahre wahrscheinlich gestanden. Und anschließend wird das Holz dann für Papier verwendet, dafür ist es dann zu alt, das Ja, klappt dann das nicht ist immer mehr, ne? dieses, das ist ja die quasi Kaskadennutzung nennt man das, und Ja. das ist noch ein Wunschdenken, insbesondere auch was das angeht. Also in der Regel wäre es dann so, dass die Brücke dann 70 Jahre stehen würde, wenn sie überhaupt 70 Jahre stehen würde, und dann wird das Holz in der Regel verbrannt. Das heißt, dann ist wieder sämtliches CO2 in der Atmosphäre, und die Alternative dazu zu diesem Szenario wäre ja, dass der Baum noch 70 Jahre weitergewachsen wäre und dann nochmal 70 Jahre und dann nochmal 70 Jahre und dann nochmal 70 Jahre, und irgendwann wird er dann sterben, vielleicht so mit 600 Jahren. Und wird dann nochmal 70 Jahre oder ein bisschen weniger im Wald verbleiben, bis dann wieder dieses CO2 in der Atmosphäre ist. Das heißt, es wäre viel, viel länger in dem Baum und später noch in dem Totholz gebunden als in dieser Brücke. Das ist immer so ein, ich will es jetzt nicht Märchen nennen, aber das ist eine geschönte Erzählung von Holzprodukten, dass man sagt, okay, gut, wir entnehmen das dem Wald und führen das langlebigen Produkten zu, die allerdings überhaupt nicht langlebig sind, die sind nämlich kurzlebig im Vergleich zur Lebensspanne eines Baumes. Ja, und nennenswerter Anteil des Kohlenstoffs werden dann auch im Boden fixiert, ne? Durch Regenwürmer, die es erstmal reinbringen. Und das nimmt dann auch mit den Bodenmineralien, werden dann Bindungen eingegangen. Also es ist ein CO2-Speicher, der Wald. Lange, kurzer Sinn. Juti, dann gucken wir mal, was haben wir denn noch? Also ganz lieb erstmal für das Feedback und so weiter. Das finden wir wirklich gut. Gucken uns das alles sehr gerne an. Da können wir nur als Antwort sagen, danke. Gut, jetzt Galaxianeon, könnte es nicht sein, dass diese Pflanze irgendwie die grüne Farbe der Blätter und nur die grüne Farbe sensorisch erkennen kann und danach die Blattform limitiert? Nee. Also zum Beispiel diese Verwandtschaftserkennung bei dieser Ackerschmalwand, die funktioniert zum Beispiel über blaue und rote Wellenlängen und Pflanzen müssen auch dieses Spektrum können und kennen. Damit machen sie ja Photosynthese. Also die kennen schon ganz schöne viele Wellenlängen. Das wird es nicht sein. Und selbst wenn das nur grün wäre, dann, und also wenn sie selbst nur eine Farbe erkennen könnten, dann wäre das ja so wie Schwarz-Weiß-Fotos. Das wäre ja noch sportlicher, wenn man Fotos nur mit einer Farbe erkennen kann. Also, das sind nochmal ein paar Hinweise auf die Gegner dieser Wissenschaft. Ja, da kann man vieles nur zustimmen. So, jetzt gucken wir mal. Ja, wie gesagt, viele schöne Bemerkungen. Auch noch einen Ja, vielen Kackhaufen. Dank dafür. Der bezieht sich wahrscheinlich Ja, auf genau. Robinson. Also hier. Warum sondern die Eiche bei dem Eichenprozessionsspinner keine Duftstoffe ab, die Vögel anlocken? Ja. Genauso könnte man, es ist dieselbe Kategorie, sagen, wie, warum kriegt die Fichte über die Tour die Borkenkäfer nicht los und so weiter und so fort. Also wenn es zu viel wird, dann klappt das natürlich nicht mehr. Das ist wie unser Immunsystem, wenn das überlastet ist, dann geht der Deckel zu bei uns, ne? Und der Eichenprozessionsspinner, typisches Beispiel, war übrigens schon mal auf der roten Liste, der vom Aussterben bedrohten Arten. Könnt ihr euch mal, wenn euch das interessiert, beim BfN, Bundesamt für Naturschutz, da gibt es eine tolle Ausarbeitung dazu, runterladen. Der braucht seitlich besonnte Eichenkronen. Das ist im Urwald Mangelware. Also warum gerade seitlich besonnt, fragt mich das nicht. Der ist sehr speziell, der Eichenprozessionsspinner. Und die gibt es halt im Urwald nicht oder selten. Nur wenn eine Lücke irgendwo reingerissen wird, dann können die paar Spinnerchen, die überlebt haben, dann dahin fliegen.
Und wir sorgen dafür, wir als Menschen, dass es überall seitlich besonnene Eichenkronen gibt, nämlich im Wald, wo stark durchforstet wird, kommt überall Licht von der Seite rein oder in Stadtparks und so weiter. Und diese, wenn dann eben so ein Massenbefall auftritt, dann helfen auch die Vögel nicht mehr. Ich weiß auch nicht, ob die Eichenprozessionsspinner Vögel zur Hilfe rufen, die Eichen. Bei diesem speziellen Befall, die können nämlich schon unterscheiden am Speichel der Fresserchen, wer ist das da eigentlich, der an mir rumfrisst. Also das weiß ich nicht speziell, aber Überlastung durch so einen Raupenbefall ist typisch für nicht natürliche Situationen. Okay. Ich sehe hier gerade von Sarah die letzte Frage oder letzter Kommentar, ist ja keine Frage. Ob es dann nicht schwieriger ist oder grundsätzlich ist es ja schwieriger, dann überhaupt irgendwas zu essen, sich noch von gut zu fühlen, wenn man jetzt auch auf Pflanzengefühle Rücksicht nehmen muss. Der Punkt ist immer am Ende des Tages, wir sind ja darauf angewiesen. Also wir können keine Photosynthese selber betreiben. Das heißt, wir sind darauf angewiesen, andere Lebewesen zu essen oder über andere Lebewesen durch unsere Nahrungsaufnahme an Kohlenhydrate zu kommen. Und da ist einfach der Punkt, und das ist genau dasselbe. Also für mich ist der Punkt zum Beispiel auch, warum ich kein Fleisch esse, weil ich denke, das ist nicht notwendig. Ich will diese Tiere nicht quälen. Und bei Pflanzen ist es einfach so, dass man sagt, okay, gut, vielleicht müssen wir uns auch Gedanken machen, dass wir Pflanzen vernünftig halten. Also das ist ja erstmal nur eine Information, dass Pflanzen Gefühle haben können, die jetzt erstmal so wertfrei ist. Und was man damit macht, ist dann die andere Frage. Aber man muss sich jetzt nicht schlecht fühlen, weil man irgendwie ein Brötchen isst oder Nudeln mit Tomatensauce. Und das ist, finde ich tatsächlich ganz wichtig, dass man sich jetzt nicht, dass man nicht alles negativ sieht dadurch. Und ne, also ich finde es trotzdem schön, wenn man Empathie auch mit Pflanzen hat und auch mit anderen Lebewesen grundsätzlich. Aber nichtsdestotrotz darf man sich darin nicht selbst verlieren, denke ich. Das ist so auch für die eigene psychische Gesundheit, glaube ich, sehr wichtig. Ja, und warum soll man, wenn man artgerechte Tierhaltung propagiert, nicht artgerechte Pflanzenhaltung propagieren? Ne? Also Massentierhaltung, Massenpflanzenhaltung, da gibt es ja durchaus Parallelen. Und das kann auch übrigens Stress erzeugen. Also da finden irgendwelche Reaktionen statt. Das haben wir uns übrigens auch mal angeguckt. An sowas forschen die auch. Dass zum Beispiel Maispflanzen, wenn die nebeneinander stehen, registrieren die Berührung und geben das über die Wurzeln an die nicht berührte Nachbarpflanze weiter. Keine Ahnung warum, das weiß ich nicht mehr, ob die das erklärt haben, vielleicht habe ich die auch nicht behalten, vielleicht gibt es dafür auch keine Erklärung, aber da findet was statt. Also auch diese Berührung erzeugt Aktion. Möglicherweise Stress, vielleicht auch nicht, das wissen wir nicht. Ne? Aber wenn wir denken, mit Rücksicht aufeinander nehmen, nicht so dicht ineinander wachsen, ne? Was Pflanzen, die irgendwie verwandelt sind, nicht machen, dann ist anscheinend auf Berührung stehen auch nicht so lustig. Also das sind alles Dinge, wo man mal drüber nachdenken kann. Nochmal, logischerweise geht der Mensch vor. Also wir sind Egoisten und das dürfen wir auch sein. Das hat man ja schon mal das Thema, dass auch Bäume egoistisch sein können. Und wenn wir es noch nicht hatten, das Thema, können wir das gerne mal machen. Ganz viele Arten sind egoistisch. Stimmt, das wäre auch mal ein schönes Thema. Was es alles an egoistischen anderen Arten gibt, die völlig rücksichtslos sind und trotzdem nicht alles zerdeppern. Das ist nämlich auch interessant. Also wir dürfen das, gar keine Frage. Aber die Frage ist, müssen wir das so machen, wie wir es jetzt machen, oder können wir nicht ein bisschen mehr Rücksicht nehmen? Da, wo wir es können, sollten wir es machen. Da, wo wir es nicht können, lassen wir es. Ja, ich habe eine Bitte an euch. Wenn ihr Themenwünsche habt, dann schreibt die jetzt in den Chat fürs nächste Mal. Wir können, und das könnt ihr euch ja schon notieren, wir haben wieder einen gereihten Termin. Wir haben jetzt nicht eine Reihe an Terminen, sondern nur den nächsten Termin schon. Und da parallel kann ich auch sagen, Gleisbert geht's gut. Gleisbert geht gerade in den Winterschlaf, die Blätter verfärben sich, der hat auch schon ein paar abgeworfen. Also das ist, der ist auf einem guten Weg. Der hat sehr gelitten auf der Rückfahrt. Wir dachten wirklich, der hat es hinter sich. Ne? Also ich wusste gar nicht, dass die Luft im Zug so trocken ist. Also man konnte wirklich minütlich zugucken, wie die Blätter immer trockener wurden. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, der ist gut, ja. Ja, also ich, klar, so richtig sehen wir es erst nächstes Frühjahr, wenn er dann hoffentlich austreibt. Ja. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er es gut geschafft hat. Und wir haben es, ich weiß gar nicht, wir hatten es schon gesagt, ne, dass die Doro schon bestimmt hat, dass es eine Vogelkirsche ist, ne? Gott sei Dank, ich hatte echt ein bisschen Schiss. Also wenn man den so aus
Ich habe den ja auch nur so sporadisch beim Vorbeilaufen, ne? Oder als ich gewartet habe auf den Zug nach Köln zurück, da in Hamburg, aus, sag mal, 5 Meter Entfernung oder was gesehen. So ein kleines, der war ja am Anfang auch noch ganz klein. Und dann die Blätter sahen so aus wie Kirsche, aber jetzt mal ganz im Ernst. Also wir haben über 70 heimische Baumarten und dann kommen ja noch hunderte zugezogene sozusagen aus den Gärten dazu. Wenn ich ehrlich bin, es hätte auch vielleicht was anderes sein können. Ne? Und dann habe ich mir irgendwann festgelegt, einfach weil ich über die Kirsche geredet habe und dann durfte man den ausbuddeln, dann habe ich schon gedacht, oh, hoffentlich kommt nicht raus, das ist, keine Ahnung, ein chinesisches, keine Ahnung was, Gewächs. Wäre schon ein bisschen doof gewesen. Ja, aber jetzt ist es eine Vogelkirsche, wächst in der Waldakademie und bei uns gibt es, ich glaube, jeden Montag, jeden Montag macht Johanna so ein Gleisbett-Update bei unserem Instagram-Kanal. Das heißt, jeden Montag geht Johanna runter, zeigt euch den Gleisbett, wie es ihm gerade geht. Und so begleiten wir den durchs Jahr. Und ich bin mal gespannt, jetzt im Winter ist ja ein bisschen weniger los, also am Schlafen. Aber nächstes Jahr, dann, da bin ich wirklich, da freue ich mich schon, wenn der dann wieder austreibt und den hoffentlich gut dasteht. Und irgendwann gibt es vielleicht Waldakademie Gleisbär Sauerkirsch oder Vogelkirsch. Das ist eine Vogelkirsche, Vogelkirschmarmelade. Ja, dann machen wir dann im Café dann einen Tag im Jahr irgendwie, ja, Vogelkirsche von Vogelkirschmarmelade. Gleisbärstullen, ja. Hier kommen schon mal interessante Themen rein, wo ich direkt sage, wow, da kann man wirklich was Abendfüllendes machen hier. Also Auswirkungen von Lichtverschmutzung auf Wälder, da gibt es einen Haufen. Insektenfreundliche Gestaltung von Gärten, Wäldern, Grünanlagen, ja, kann man auch viel zu machen. Thema heimische Bäume, auch sehr lustig, weil, also gut, gutes Thema, wenn man gar nicht weiß, was sind denn überhaupt Bäume. Sollte man auch vielleicht festlegen, aber sehr interessant. Schön, dass es dir Freude macht, uns zuzuhören. Christa, Dokumentation der Natur auf der Spur von 2015, boah, wollte ich gar nicht. Ich auch nochmal Lichtverschmutzung durch Weihnachtsbaumbeleuchtung, ja, in Sicht auf Moore. Wir wollten sich Pflanzen bei Beschallung. Ja, stimmt, da hatten wir auch noch was vorbereitet, aber das kriegen wir heute nicht mehr unter. Diese amerikanische Stufe, will ich zum Schluss machen. Ich hab, weiß gerade nicht. Beschallung, Pflanzen. Ach so, Beschallung. Das geben wir euch noch als Bonbon. Okay, das machen wir auf dem Hausweg. Ja, ja, ja. Also eure Themenvorschläge. Ah, Eva B. muss leider gehen. Tschüss, Eva. Schön, dass du da warst. Aber wir sind noch nicht ganz fertig. Ne? Und also, pass auf, ich mache noch mehr. Ich möchte, so ein Knaller kommt ja schon, noch. Genau, du machst ja den Knaller und ich mache mach hier eine kleine Umfrage noch. Ah, okay. Also es gibt eine kleine Umfrage. Also wenn ihr mögt, seid so lieb. Ja, noch nicht. Noch die dran. Kommt gleich. Ich mache den Knaller. Kannst du den Knaller denn schon einschalten? Den haben wir nämlich irgendwo. Ja, genau. Das ist da. Also Sascha, du hattest das ja schon auf der Lesereise, glaube ich. Ich meine, hätte ich ja schon erwähnt, diese Studie hier ist sie aber nochmal für alle. Fand ich so süß, die ist von, jetzt gucken wir mal rein, ach, die ist sogar von Juli 2019, aber gelesen habe ich das in irgendeinem Magazin dieses Jahr. Eine Studie, die beschreibt ein Nachtkerzengewächs und dieses Nachtkerzengewächs kann anfliegende Bestäuberinsekten hören und macht dann innerhalb von Minuten den Nektar süßer und antwortet mit dem Schütteln der Blütenblätter. Fand ich total süß. Also da seht ihr mal Interaktion, Reaktion, Pflanzen nehmen ihre Umwelt wahr und die Forschenden weisen auf Folgendes hin. Wenn wir mit unserer Zivilisation zu laut sind, dann behindern wir Pflanzen in ihrem Hörvermögen. Ja, und das ist ein ernst gemeinter Hinweis von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, ich glaube aus den USA in dem Fall, wo man früher gesagt hätte, seid ihr bescheuert? Wir sollen Rücksicht nehmen mit unserer, ich sag mal, Gartenparty auf die Pflanzen, weil die nicht mehr hören können, ob da irgendwelche Insekten fliegen. Ja, das ist Wissenschaft, in dem Fall 2019. Also das ist ein kleines Bonbon für euch noch zum Mitnehmen und in der Zwischenzeit hast du deine Umfrage erstellt, ne? Genau, ich würde einfach nur aus Interesse halber würde ich von euch gerne wissen, wann ihr am liebsten bei Livestreams mit dabei seid. Wir freuen uns nämlich, wenn ihr auch möglichst Zeit habt, wenn wir hier streamen. Oh, es sieht im Moment ja für Montag, Dienstag richtig gut aus. Das trifft sich sehr gut. Warte ab, die Umfrage läuft noch. Okay. Ja, du kannst ja mal sagen, also die nächsten haben wir schon eingestellt, das wird ein bisschen schwierig zu verschieben. Wann haben wir den denn eingestellt, hast du es schon gesagt? Nee, ich habe es noch nicht gesagt. 28. November ist der nächste Livestream, auch um 19 Uhr. Thematisch werden wir euch dann noch ein bisschen vorher mit abholen. Also bitte gerne notieren. Weil wir hätten euch gerne wieder mit an Bord. Finde das richtig schön mit euch.
Ja, wir sind natürlich auch eine Überlegung jetzt für dieses Jahr, was wir, wie wir die Livestreams noch mit umsetzen, thematisch. Wir werden ja, ich weiß nicht, also ob wir schon mal erzählt hatten, werden das räumlich auch noch ein bisschen anpassen. Und dann kann ich mir auch vorstellen, dass wir mal auch andere Expertinnen mit in diesen Livestream mit reinnehmen. Stimmt. Das kann auch sehr schön sein. Und ja, da wird sich auf jeden Fall noch einiges tun. Genau, 28.11. Ich hoffe, das ist notiert bei euch. Und 19 Uhr. Dann sehen wir uns wieder, würde ich sagen. Also, dann macht's gut und seid lieb zu den Pflanzen. Denn die fühlen. Ich wünsche euch einen schönen Abend und bis in 2 Wochen. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.